Ohne die Atombombe hätte es niemals Atomkraftwerke gegeben. Auch Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, arbeitete nach seiner Zeit am Manhattan Project an der Atomenergiebehörde in den USA. Die ersten Atombomben wurden 1945 abgeworfen. Das erste Atomkraftwerk ging 9 Jahre später ans Netz. Im Reaktor eines Atomkraftwerks wird Uran gespalten. Genau wie im Sprengkopf der Hiroshima-Bombe Little Boy. Aber anders als in Sprengsätzen lässt man es nicht zur Kettenreaktion und Explosion kommen. Und jetzt kommt etwas, was mich total überrascht hat. Am Ende funktioniert ein AKW fast genauso wie ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Bei der Kernspaltung von Uran entsteht Hitze. Mit dieser Hitze wird Wasser erwärmt und der daraus entstehende Wasserdampf treibt eine Turbine an und ein daran angeschlossener Generator erzeugt Strom.